Jungs und Jungs, wir sind heute in Discovery Cove. Wir gehen mit den Delfinen schwimmen. Hi guys, we are in Discovery Cove and we swim with the Delphons. Yeah, that's it. Später nochmal. Also sie geben sich wirklich sehr viel Mühe, weil man bekommt sogar einen Ausweis mit persönlichem Foto. Und ja, wir sind schon in Discovery Cove herinnen und gehen jetzt durch und schauen uns einmal an. 11 Uhr ist Delfinschwimmen dran. Und man bekommt sogar einen Plan, dass man sich auch überall zurechtfindet. Ist halt natürlich aufgebaut wie im Dschungel. Ja, we go in the Discovery Cove, so we have a personality pass and a map for this little park. 11 o'clock we swim with the dolphin, and yeah, that's it. That's very easy. Doing ID checks and they're gonna take a complimentary photo. Alright, right up here and she'll take care of you. Good morning. Good morning. The shops zum Einkaufen, um Souvenirs zu kaufen. Alles hier ist frei. Wir befinden uns jetzt im Restaurant. Holen uns unser Frühstück ab. Alle Drinks sind frei. Mittagessen ist frei. Naja, we are in the restaurant. All meals and drinks are for free. Yeah, we wait for the breakfast and so, yeah. Jules beim Frühstücken. Jules, have breakfast. Und der Strand von Discovery Cove, the Beach of Discovery Cove. Wir haben eine Weste bekommen. We became a West. Und das ist ein Teil zum Schwimmen. Das ist one little lake. So, wir haben noch eine Stunde aufs Delfin schwimmen, also ein kleiner Rundgang. So, we have one hour to swim with the dolphin and so make a walk around and here you can see the dolphin swim und hier könnt ihr das Delfin schwimmen sehen. Was natürlich sehr anstrengend und ermüdend für die Tiere ist. Natürlich bekommen sie immer einen Fisch nachher. The dolphin became a fish after the swim.
Hast du ein Video? Und er sieht. Da kommt jetzt der nächste. Okay, und hier das Great Barrier Reef. Natürlich nicht das echte. And here you see the Great Barrier Reef, not the original. It's yeah. Da hinten bekommt man eine Tauchermaske. Schaut aus wie ein riesiger Helm. So, behind you became a helmet, underwater helmet, quite on, so you can breathe and see underwater, so dass man atmen und natürlich alles sehen kann unter Wasser. Hast du das auch gemacht? Nein. Here you can see sharks.
Hier könnt ihr Haie sehen. Underwater Helmet and the Air Pressure System, so die Unterwasserhelme und das Kompressorsystem mit den Luftanschlüssen. Damit kann man dann die Unterwasserwelt beobachten. Da sieht man jemanden, wie er unten geht. Die Helme sind so schwer, dass man unter Wasser bleibt. Die haben jetzt auch so Helme, so you can stay underwater. So, wir haben natürlich einmal gefragt, was das kostet. Das ist nicht inkludiert, kostet $69 pro Person plus Tax. So, we have asked how many this cost? $69 pro person plus the tax. And yeah, so it's not included and it's not so cheap, but it's not so expensive. Okay, you can swim with Rochen, I don't know the name of Rochen in English. Ja, man kann hier schwimmen mit Rochen und das werden wir dann auch machen. Und ja, auf dem Weg zurück, weil wir jetzt das Delfinschwimmen haben. So, the way back, then we go swim with the dolphin.
Und wir gehen jetzt zu den Ottern. Nein. Ich habe unter Wasser gefilmt mit Drift und natürlich mit dem wasserdichten Deckel. Aber es ist trotzdem Wasser eingedrungen, also sie ist nicht wasserdicht. Und sie hat sich auch abgeschalten. Jetzt muss ich einmal schauen, ob, wenn sie trocken ist, dass sie wieder geht. So, it was a swim with so we was swim with the trick and yeah. The drift is waterproof, 3 meters deep. So I have it 50 centimeters underwater and it comes water in the case and so yeah, it goes down. So it's inside wet and I must wait when it's dry. So I hope he goes on and yeah. Jetzt gehen wir, jetzt we go to the Otter. Schau mal weiter. Vielleicht kam es Mittagsruhe. Sie haben sich versteckt. They have siesta. Wo sind sie? Otter haben wir keine gesehen. We can see the others. So machen wir einen Rundgang. Delfin schwimmen hatten wir schon auch. Jules hat mich gezwickt. Jules. Und wir schwimmen dann. Wir schwimmen dann nochmal rundherum. Echt schön hier. Tolles Urlaubsresort. Ich weiß. Ich seh's. Und an jedem Eck ein Rettungsschwimmer. Die wirklich lückenlos die das Gebiet übersehen. Da drüben. Wir können da wieder rausgehen. Und gehen oder darüber und dann von drüben raus. Achso, das ist Ende, oder? Mhm. Okay. Ja, hier ist der End. So. Let's go this way and then right. So, auf in den Vogelkäfig. Kein Essen, kein Trinken mit drin. We go in the
Yeah, in the cage for the bird. So, ihr dürft hier kein Essen und Trinken mit hereinbringen. So, don't bring in drinks or food. It's forbidden. Schau mal, was da oben sitzt. Schau mal. Wow, you guys are really bad. You're okay. Wow. Dann. Ja, wo? Ah, ja, da. Okay.
Lass das runterhüpfen. Genau. Ganz schön schwer, gell? Ja. Ja, check nur. Kannst du den Wasser? Na, die haben Hunger. Ha? Nicht schrecken. Du hast dich gerne. Ich bin auch nicht schnell, wenn du das kein Foto machst. It's fine. She hangs around because she's way too weird.